infinite power. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Penumbra Nekrolog. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Save Point aktiviert und ja, sind jetzt endlich doch dann hier. Jetzt geht's auch endlich weiter im Spektakel. Ja, so wie es aussieht, muss ich scheinbar in die Nähe dieser Leiche. Ich trau mich nicht. Aber wir können da eh noch nicht hin. Weil... da können wir noch nicht durch. Da brauchen wir diesen Code. Das hier ist eine Krankenstation. Auf der Wüste steht so, der Status ist kritisch schlecht. Setzen Sie sich bitte mit medizinischem Personal in Verbindung. Ja. Komisch, obwohl es mir gar nicht so gut geht. Ich verliere Blut, aber ich sollte okay sein. Ich habe schon gesagt hier. Oh. Ja, das stand da sonst auch immer drauf. Eine Spritze. Die nehme ich gleich auf. Ich schaue mich erstmal nur an und sage hier nix. Da hustet jemand. Es funktioniert nicht. Wer hustet hier? Hallo? Da liegt ein Mensch. Ist der noch am Leben? Werden wir gleich herausfinden. Hart zu sagen, ob er lebendig oder tot ist. Es gibt ein Abzeichen auf seinem Laboratoriumsmantel. Es sagt Ilof Carpet. Was? Das ist der? Das ist Ilof Carpenter? Der Typ, der uns doch die ganzen Message... Hä, der müsste eigentlich tot sein. Fass ihn nicht an. Er muss selbst einen Weg herausfinden. Na schön, dann halt nicht. Alter, das ist Ilof. Ilof! Ilof! Es ist verdammt nochmal Ilof, Freunde. So, Leute. Und ich mache diese Tür mal sicherheitshalber zu. Und verbarrikadiere die hier auch noch, falls dieser Ilof Carpenter sich in einen Infizierter verwandeln sollte. Denn wenn der so rumhustet, habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Es wird blockiert, eine kleine Lücke gibt mir eine Chance, es mit dem richtigen Weg aufzubrechen. Ja. Ah, hier kann ich das also... Ja, dann so machen, da warte mal, da mache ich dann ein Ventil, drehe ich, hallo, wie wär's denn? Ach, das ist jetzt scheiße, oder? Hallo, warum dreht sich das verdammte Ventil nicht? Ja, was auch immer. So Leute, falls ihr euch gerade ein bisschen gewundert habt, wäre ihr ja gerade irgendwie... Huch! Ja. Ich habe gerade mein Essen bekommen. Das lege ich mal hier hin. So, damit ich ständig mit der Maus dahin komme. Hier hustet jemand andauernd. Ich weiß nicht, was das ist. Alter, was ist das denn? Der sieht ja gesund aus hier. Auf einige der Infizierten gestoßen. Vor einiger Zeit hatte ich gehört, dass es eine Gruppe von überlebenden Wissenschaftlern in mir sind selber. Und ich an diese Förderung bin. Aber als ich den Bestimmungsort erreicht hatte, war keiner dort. Die Tür wurde geschlossen. Ich habe versucht, einen Spritze zu verwenden. Ich trage immer einen Verbandskasten mit allen notwendigen Sachen. Wegen meines Jobs. Und hatte mein Blut in ein fremdes, schlossähnliches Gerät eingespritzt. Aber es hat nicht geholfen. Hysterisch habe ich auf die verdammten Türen geknallt. Habe geschrien in der Hoffnung, dass ich erhört wurde. Ich habe bald begriffen, dass es nutzlos war. Meine Bedienung war so schwach, dass ich die Schritte hinter mir sogar nicht gehört hatte. Als ich aufgewacht bin, war ich bereits in einer Zelle. Ich habe die letzten 30 Minuten damit verbracht, hier rauszukommen. An einem Punkt habe ich ein fremdes Geräusch gehört, das aus dem Gang kam. Als ich
zur Tür gestiegen bin, habe ich einen anderen Gefangenen gesehen. Er wurde in die folgende Zelle nach links geworfen. Ich frage mich, wer er ist. Ich hätte an seinem Platz an diesem Tag sein sollen. Leute, das ist der Zellengenosse, der getötet wurde. Neben, rechts von uns. Wir waren ja in so einer Zelle, wir waren in der Mitte. Rechts und links, oder? War das? Ungefähr, glaube ich. Warte, was stand nochmal drin? Aus dem Gang, also habe ich nach links geworfen. Ja! Das waren wir dann. Das war der Typ, der hier getötet wurde. Rechts. Nee, rechts neben unserer Zelle und links neben unserer Zelle wurde wahrscheinlich dann Ilof getötet. Wir sind dann entkommen. Tja, Freunde. Da konnten wir ihm leider nicht helfen. Aha, jetzt verstehe ich das. Ich denke, dass ich einige Töne hören kann. Gibt es wirklich eine lebende Person auf der anderen Seite dieses Zusammenbruchs? Möglich? Möglich, Philipp. Möglich. Aber nur möglich. Nicht ganz. Ach, Freund, wir haben... Ist er gerade geleckt? Trifft es in den Sinn, ist zu stark. Ich kann deinen Brecher also nicht wegnehmen, egal wie oft ich es versuche. Hä? Spritze, sie kann immer noch für medizinische Zwecke führen. Hallo. Vielleicht, Moment. Was? Nein, nicht ganz richtig. Arschloch. Hä? Aha. Und schon habe ich diese Eisenstange. Wenn der jetzt hier aufsteht, dann drehe ich durch. Wo kann ich am besten hinrennen? Voller Blut. Ich will nicht schon wieder... Okay, wir haben jetzt eine Brechstange. Moment mal. Gab es hier nicht irgendwo eine Tür? Mensch, erschreck mich da nicht so. Wo war denn jetzt das? Ah, hier, genau. Und rein da. Für einen Moment dachte ich, ich wäre zurück an dem Platz meiner Albträume, als ich durch den Flur lief. Sah ich dieselben Korridore, dieselben Wände, es hatte sich wenig verändert. Je weiter ich ging, desto mehr sank meine Hoffnung, hier endlich herauszukommen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin gefangen! Sagt nicht. Nee. Nee. Leute! Wisst ihr, wo wir sind? Leute, wisst ihr gerade, wo wir sind? Das hier ist die Tür, wo der Infizierte durchgegangen ist und womöglich wohl auch dieser eine Typ da durchgeschleppt wurde. Der wurde dann in dieses WC wahrscheinlich gebracht. Alter! Das war dann der Typ, der war dann hier drin und dann hat er getötet. Also wurde er von dem Infizierten getötet und so. Alter, ja richtig, Freunde. Ja, Leute, könnt ihr euch noch erinnern, wo wir hier waren? Im zweiten Teil. Wo wir uns hier hinter diesem Tisch hier versteckt haben. Alter, und alles genau gleich. Leute, alles genau gleich. Und unsere Zelle hat Licht, aber wieso das denn? Es gibt keine geraden Bewegungen. Die Bewegung ist immer kreisförmig. Aber wo liegst du jetzt?
gehst du jetzt dorthin, wo du hergekommen bist, und dann wieder hierher zurück. Und während dieser faszinierenden Reise hörst du auf die Nachrichten deiner Freundin. Philipp, wir sind nah. Wir treffen uns bald. Nur, dass du sie nicht triffst. Im besten Fall sterben sie. Und im schlimmsten, du und ich. Ah ja. Das war dann wieder nur Einbildung. Deine Versuche, hier rauszukommen, sind genauso sinnlos wie einen Witz in einem Sumpf wiederzufinden. Hier ist die Stirnlage abgeknallt. Das war vorher nicht hier. Ja, jetzt ist es aber hier. Ja, und hier wurde möglicherweise... Moment. Mein Name ist... Alfred. Alfred Richardson. Das ist der vierte Zugang in einer Reihe von Experimenten, die ich auf dem Artefakt durchführe. Heute ist ein ungewöhnlicher Tag. Leute vom Laboratorium, das neben dem zweiten Wohnbereich der Station liegt, sind interessiert in der Öffnung des Artefaktes. Es scheint, dass es wirklich etwas Wichtiges für die Organisation ist. Aber alle anderen Informationen werden klassifiziert und stehen nur einem schmalen Umfang von Leuten zur Verfügung. Ich denke, es macht keinen Sinn, das Artefakt alleine zu öffnen. Ich schaue mir besser mal die Fortschritte im Labor an. Okidoki. Hier haben wir einen Safe Point. Ich würde sagen, safe. Ich bin sicher, aber innen fühle ich mich immer noch so noch besorgt, als ob jemand direkt hinter mir steht. Ja, so fühle ich mich auch. Warum ist die Zelle auf einmal zu? Und jetzt gehen wir tatsächlich zurück, oder was? Leute, ist das geil! Wir haben übrigens ganz wenig Batterien, oder? Ey, krass, wir gehen jetzt aber den ganzen Weg wieder zurück. Das heißt, wir machen jetzt Penumbra Black Plague quasi nochmal. Hä? Check ich nicht. Und die Pfeile, genau. Und hier haben wir dann... Oh, Alter! Musste das jetzt echt sein? Und da lag ja dieser Infizierte und der liegt da jetzt nicht mehr, oder was? Naja, ich bin ja ganz erfreut hier, ey. Kommt einfach so ein Jumpscare. Ich glaube, es geht los. Salvation, genau. Die Erlösung. Alles ist immer noch gleich. Gespeichert. Ja. Hab kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, dann... Collapsed. Plus. Ah ja, hier haben wir die Batterien doch mitgenommen. Ist krass einfach. Watch your steps. Vor allen Dingen, dass hier noch dieser Fortschritt und so irgendwie alles genau ausgeglichen wurde. Krass. Okay, das mit den Brettern haben wir aber nicht gemacht, ne? Na gut, kann man aber auch nicht wissen bei dem Spiel, ne? Verdammt, dieses Mal habe ich kein Soda-Getränk mit mir. Nee. Oh ja, und hier ist ja dieser andere Infizierte vorbeigelaufen. Und da kann ich immer noch nicht rein. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich habe kein Soda-Getränk. Guck mal, ich habe doch eine... Also, ich will da nicht hin. Oh, so. Okidoki. Tja. Kann ich nicht aufmachen?
danke, Batterien. Danke, Schlösch. Fuck. Hallo? Ist da jemand drin? Ich habe doch da gerade eben jemand gehört, der Noise gesagt hat. Nice. Ich finde das überhaupt nicht nice hier, ey. Das ist nicht lustig. Nicht drehen. Juhu. So, das haben wir abgedreht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Was gab's da hinten? Noch eine Tür. Ja, es öffnet sich nicht. Mir ein bisschen ähnlich vor. Naja. Ja. Muss man extra reinklettern, also. Also wirklich, das geht ja gar nicht. Gut, gehen wir weiter. Hä? Jetzt kommen wir einfach komplett an den Anfang oder was ist hier los? LOL, okay, das hat er wirklich gespeichert, dass ich die Laser ausgeschaltet habe. Das habe ich ja von Anfang an gemacht. Null Earthworld. Es riecht schrecklich. Was? Null? Alter Mann, könnt ihr kein... Könnt ihr kein Deutsch? Ich glaube, sie können kein Deutsch mehr, ja, ja. Eingestürzt. Ja, die können einfach kein Deutsch mehr, also was ist denn hier los? Was? Hä? Okidoki, ja. Läuft bei den Entwicklern. Naja, was auch immer, sollen wir sie machen lassen? Ne, unsere Freundin. Ne? So. Jo, kratz, kratz, kratz. Ich muss mich gerade enorm. So, jetzt sind wir hier wieder. Schon wieder, wir waren hier schon mal. Ja. Hier waren wir doch schon. Hier das Fass mit Ding. Mabel, hier spricht Taylor Kwan, ein Mitglied der Rettungstruppe. Was? Ich denke, da meine Leute jetzt sowieso alle dort sind, gibt es keinen Grund zu verstecken, wer wir wirklich sind. Was? Jemand hat wirklich einen Notruf abgesendet, aber seine Identität blieb unbekannt. Wir wurden von den Leuten geschickt, die diese Station gebaut haben. Du warst es, Amabel, und zwei weitere Personen, deren Identität unbekannt blieb, die die Nachricht geschickt haben. Diese Musik. Außerdem, nachdem du Philipp erwähnt hattest, ist er wie du das Ziel unserer Suche geworden. Die Organisation hat gesagt, dass sie die genauesten Informationen darüber haben, was in dieser Station geschehen war. Aufgrund dessen hatten wir einen Deal mit ihnen. Wir nehmen euch gefangen, befragen euch und lassen euch frei, sobald wir die Informationen haben. Alles, was in der Station passiert ist, sollte geheim gehalten werden. Das waren die Worte von einem unserer Mitglieder. Unser Plan war es, nach Leben in der Station Ausschau zu halten und dieses, wenn es notwendig ist, einzufangen. Wie auch immer, unser Plan ging schnell den Bach runter, als wir plötzlich ein komisches Geräusch hörten. Es hörte sich an wie eine Art Wall. Wall? Für einige Zeit hat es sich über uns bewegt, doch plötzlich durchdrang es die Wand. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Es war eine Art riesiger Wurm. Ein Wurm. Ich konnte entkommen,
Doch der Rest wurde von ihm getötet. Wir versuchten es zu erschießen, doch es hatte keinen Sinn. Es hat jeden umgebracht, außer mich. Und nun habe ich Angst. Oh nein, was? Was? Oh nein! Oder so, zu spät! Oder sollte ich sagen, schon wieder zu spät? Oh, halt doch die Fresse! Unser Affe Philipp ist wie ein Magnet. Jene das Grab ziehen, auf den er seine Hoffnung setzt. Merkwürdig, dass sie keine Schlüssel dabei hat, die dir in der Zukunft weiterhelfen könnten. Was? Ach, na super. Das ist ja mal wieder ganz klasse. Tja, da haben wir wohl... waren wir wohl ein bisschen zu spät. Ja, schon wieder. Nein, da. Punkt, Punkt, Punkt. Na super. Wieso kommt jetzt auf einmal dieser scheiß Wurm hier rein? Na geil. So, der hat's jetzt aufgegessen und wir können nichts mehr machen. Außer speichern und die Folge beenden. Ich weiß, eigentlich ist es ein Schild. Diese Leute, sie haben fast alle Hoffnung verloren, wenn nur ich ihnen helfen könnte. Ja, Freunde, ich weiß, es ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt, aber ey, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Penumbra-Necrolog-Folge. Und ja, und bis dahin, ciao!